Wer meinem Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich Ghost in the Shell mag. Und dann musste ich natürlich auch das mit in meine Sammlung aufnehmen. Und zwar die Ghost in the Shell Collector's Edition. Ist oben schon ein bisschen angerissen gewesen. Habe ich mir auch auf der Leipziger Buchmesse geholt, bei KSM Anime. Ist, glaube ich, sogar diese Shop-exklusive Edition, das werden wir gleich sehen. Die soll irgendwie. Das soll. Ja. Es ist die Shop-exklusive Edition. Aber gucken wir uns, hier sind Krümel, gucken wir uns erstmal an, was alles drin ist. Und dann gucken wir uns den Rest an. In Deutschland erstmalig auch in 4K Ultra HD. Und ja, hab zwar noch kein 4K Fernseher, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Das stilprägende Sci-Fi-Meisterwerk von Mamoru Oshii. Ja, dem kann man nichts entgegensetzen. Also, ich mag die Reihe, definitiv. Gucken wir erstmal, welche Filme überhaupt alles drin sind. Und zwar ist Ghost in the Shell normal drin von 1995. Dann Ghost in the Shell, also in Ultra HD, normale Blu-ray und Ghost in the Shell 2.0. Weil ich tatsächlich den normalen Ghost in the Shell, den 2.0, noch irgendwie bevorzuge, könnt mir ja gerne mal schreiben, welcher euer Lieblingsfilm davon ist. Die technischen Daten gleichen sich einigermaßen, bis auf die Tonausgabe. Aber ja, der Film geht 83 Minuten, also knapp anderthalb Stunden. Jetzt kommen wir mal zu den Extras kommen, und zwar ist sie ein Hard Cover-Manga, The Ghost in the Shell von Shirou Masamune drinne. Der originale Soundtrack, eine Bonus-Blu-ray mit 90 Minuten Laufzeit, ein 32-seitiges Booklet, ein DIN A3-Poster und Trailer und Bildgalerien, was dann digital mit dabei ist. Jetzt kommen wir aber auch schon zur Box selber. Haben wir den Major vorne dran. Und dann haben wir hier auch das Innere. People Love Machines. Ja. Ist sau schwer, die Box, muss ich sagen. So, gucken wir mal. Jetzt eine Galerie. Oh, kommt ein richtig geiler Geruch hoch. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das das Poster sein wird. Und dann haben wir auch schon das Booklet. Ach, Blätter, gucken wir uns gleich alles der Reihe nach an. Jede Menge Interviewmaterial. Dann den Hardcover-Manga, aber da werde ich noch mal. Uiuiuiui. Okay, den kann ich nicht komplett zeigen. Definitiv nicht. Aber wir schauen uns mal außen und innen an. Das ist ein kompletter Manga mit dabei auf Deutsch. Das erklärt jetzt auch das ganze Gewicht. Und dann haben wir hier auch schon die ganzen Discs. Ich blätter das mal so rum auf. Das hier ist wahrscheinlich der Soundtrack. Nee. Compact ist ja, das ist der Soundtrack. Dann haben wir hier die Bonus-Disc. Da willst du raus. Ja. Ghost in the Shell 2.0. Und dann haben wir hier drüben Ghost in the Shell auf Blu-ray.
das ein bisschen blöd draus machen, um ehrlich zu sein. Und Ghost in the Shell 4K. Ja. Echt eine schöne Box. Ja, falls ihr euch das alles auch holen wollt, packe ich euch mal Links dazu in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne nachschauen. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.